Erkrankung, sondern auch zur organischen Erkrankung über den Weg der Seele und der Psyche. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet heute Stress als eines der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Da kommen unglaubliche Kosten auf uns zu, wenn sich der Mensch weiter so in Stress und Ängsten lebt. Denn Folgen von Stress und Angst betreffen Körper und Seele gleichermaßen. Stress macht nicht nur traurig und vergesslich, er kann auch Arterienverkalkung, Asthma, Fettsucht, Zuckerkrankheit und vieles mehr verursachen.